Willkommen von der MOBA World Congress 2015, wo wir hier bei Lenovo sind mit dem Vibe Shot. Ein wirklich schickes Smartphone mit komplettem Metallgehäuse und vor allem einer 16-Megapixel-Kamera, die für Profi-Fotografen auch ausgelegt ist, denn wir haben nicht nur drei Blitze hier drin, ihr seht richtig drei, auch World's First, glaube ich sogar, bei einem Smartphone, aber wir haben hier sogar einen Smart-Knopf und einen Pro-Knopf. Heißt, Sie können einfach zwischen einfachen und komplizierteren Systemeinstellungen hin und her wechseln. Dedizierter Fotoknopf natürlich, An- und Ausschalter, Lautstärkeregler auch hier im Metallgehäuse mit drin. Kopfhöreranschluss, Mikrofon, noch ein Mikrofon, beziehungsweise, Entschuldigung, nicht Mikrofon, hier kommt die Micro-SD rein, beziehungsweise hier unten die Nano-SIM. Wir können es natürlich einmal um unseren Arm hängen mit so einem kleinen Strap und hier unten die Lautsprecher, die hier so schön ausgefräst sind mit kleinen Löchern, und dann sind wir auch schon einmal rumgekommen. Wir haben hier das schwarze Modell mit Metall, das gibt es aber auch in Weiß mit so einem Metall und auch noch in Rot mit so, beziehungsweise Schwarz auch mit Metall, aber je nachdem natürlich, welche Farbe ihr wollt, entsprechend legiert. Gut, machen wir das Ganze mal an, dann seht ihr, hier haben wir Android installiert natürlich, beziehungsweise ich gehe mal hier kurz raus. Die Android-Tasten sind nämlich außerhalb von dem Smartphone hier verbaut, was ich sehr schön finde. Das Ganze leider noch ein bisschen auf Chinesisch, es wurde noch nicht allzu viel übersetzt. Aber wir können zum Beispiel mal ganz runtergehen bei About und uns die Android-Version anschauen, damit ihr da ein bisschen mehr Informationen kriegt. Beziehungsweise ich kann es einmal kurz ablesen. Wir haben hier angeblich 5.0 installiert. Ich müsste es nur kurz finden. Mit Lollipop drauf. Das heißt Emotion UI sozusagen. Genau, was man zum Beispiel auch an den Gesten sehen kann. Aber halb so wild. Hier haben wir nämlich die UI von Lenovo drauf, die Vibe UI. Wie ihr merkt, Vibe UI heißt dann entsprechend, wir haben kein Menü, wo die Apps versteckt sind, sondern wir haben alles auf den Homescreens draußen, ähnlich wie bei Apple. Und wir können auch einfach in die Kamera reingehen, die wir sehen können, dann auch hier schön schnell ist oder so vor allem schnell aufgeht. Aber das ist nicht die App, die wir eigentlich wollen, denn wenn ich hier lange die Kamera-Taste drücke, dann kommen wir in die Lenovo-App rein, wo ich jetzt gerade die Profi-Funktion hier anhabe, wie zum Beispiel die ganzen Einstellungen, die ich jetzt nehmen könnte, oder ich stelle das Ganze auf Smartum, heißt, er macht dann alles von alleine, und wir sehen können, wir haben ganz andere Einstellungen, wie zum Beispiel einfach nur Blitz und Video und natürlich Auflösung, also können wir noch einstellen und dann hier entsprechend noch immer schön fokussieren in die Mitte oder wo wir auch sonst hin fokussieren wollen, dann entsprechend hier mit der Taste. 5 Zoll Full HD Bildschirm hat das Gerät, einen großen 2900 mAh Akku, macht also entsprechend Spaß. Und vorne haben wir noch auch eine Kamera, die sogar 8 Megapixel hat, die wir uns auch noch kurz anschauen können. Dazu einfach nochmal kurz hier einfach die Kamera-Taste drücken. Und dann kann ich hier einfach die Kamera umdrehen. Und dann seht ihr jetzt hier mich mit der 8 Megapixel Frontkamera in gestochen scharfem Bild. Ist auch immens gut, also für Selfies. Ihr seht vor allem bei meinem Bart die ganzen Details und bei meiner Cappy und auch hier teilweise unten bei meiner Kamera könnte ich jetzt hier sagen, dass ich dahin fokussieren will wahrscheinlich, wobei jetzt gerade so ein Gesichtsfokus-Modus an ist. Preislich kann ich leider nicht viel zu dem Vibe Shot gerade sagen, hat aber einen 1,7 GHz Qualcomm Prozessor, der 615er, also 64 Bit hier schon, 3 GB an RAM und 32 GB interner Speicher. Es wird also bestimmt kein günstiges Handy, aber es ist auf jeden Fall ein schickes und im Vergleich zum iPhone 6 zum Beispiel in der Größe auch nicht viel größer, aber es hat ja auch einen größeren Bildschirm. Vielen Dank, dass du geschaut hast. Mein Name ist Balaschkal. Das war hier das Vibe Shot. Geniales Handy. Kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man ein gutes Fotosmartphone haben möchte. Mit einem schicken Design und vielen Farboptionen. Bis dahin, mein Name ist nochmal Balaschkal. Und von der Mobile Congress 2015, das war das Vibe Shot von Lenovo.